bin schon wieder bekloppt. Ich habe jetzt gerade, glaube ich, 10 Minuten wieder gesprochen. Guck auf den Display. Es ist ein Foto nur entstanden. Dabei habe ich euch gerade meine alte Schule gezeigt. Meine alte Wohnung. Super beschissen. Oh, wie dumm kann man sein? Aber okay, dann war es auch langweilig. Wir gehen einfach vom Besten aus und denken, Gott hat es nicht speichern wollen. Es war eh scheiße. Aber ich habe gerade erzählt, dass ich früher von der Schule nach Hause einen Weg hatte von ungefähr 100 Meter und ich mich daran erinnert habe, dass irgendwelche größeren Kinder mir eine Wespe oder eine Biene hinten in den Kragen reingesteckt hatten und ich total Angst hatte und den Weg von der Schule nach Hause gelaufen bin und auf dem Weg mich vollkommen entkleidet habe, weil ich die Wespe nicht gefunden hatte. Die war natürlich längst wahrscheinlich auf dem Boden gelandet. Zu Hause kam ich dann an mit blankem Körper und kreischend. Ich mag Insekten immer noch nicht so, aber ich glaube, heute würde ich dann nicht so kreischen. Aber schade, ich habe recht viel gerade erzählt, habe auch festgestellt, dass meine Wohnung gar nicht, ich meinte ja gestern, dass ich im 4. Stock wohnte, geht gar nicht, das Ding hat nur 3 Stöcke. Aber was für, das war meine erste Wohnung nicht, sondern das war eine gute Wohnung meiner Eltern, nachdem sie von Lankow dahin gezogen waren. Ich treffe mich gleich mit einem Landtagsabgeordneten der AfD. Ich bin gespannt, wie es wird. Cringe, lustig, vielleicht sogar sympathisch oder vielleicht auch sehr langweilig und ich fühle mich unbehaglich. Aber dafür nutzt man natürlich das Bier. Und da gehe ich jetzt auch hin, denn ich gehe ins Martins. Er meinte, ich soll da hinkommen. Ich habe keine Ahnung, ob er das auch wirklich tut oder ob er ins Benno B geht. Ich habe wieder Kenntaschen drum mit. Oh, ich muss doch mal aus meinen Fehlern lernen. Erst nicht aus dem Fehler gelernt mit der Kamera und jetzt auch nicht aus der Schnupf-Sache. Kann ich den Typen gleich fragen, ob er ein Taschentuch hat. Wahrscheinlich mit AfD-Logo. Hier ist übrigens letztens was passiert, was nicht so schön war. Letztes Jahr hat es hier gebrannt in dieser Ecke. Da ist ein Obdachloser nicht verbrannt, Gott sei Dank. Aber all sein Hab und Gut. Jetzt, also man sieht es noch, ne? Das ist dunkel, ne? Sieht man das? So. Ach, wenn ich ganz runter gehe, ganz schnell, dann geht es auch. Oh. So. Wir sind auch gleich da. Weil ich dachte, ich muss ja noch ein bisschen was aufnehmen. Ich habe ja gesagt, jeden Tag gibt es Kost. Und man weiß ja nie, ob es Feinkost wird oder schwere Kost. Es gibt auf jeden Fall Kost. Ich hoffe, der Typ kommt auch zeitnah, denn er meinte, er ist gerade noch in der Fraktionssitzung. Sieht immer schön aus, ne? Wenn die Autos kommen, das Licht die Menschen schattiert. Ist das ordentlich gesagt? Ich glaube ja. Ich gucke gleich auf mein Handy. Dann weiß ich Bescheid. Euch wünsche ich schon mal wieder einen feinen Break. Hab euch alle lieb. Von der Fußsohle bis zum Scheitel. Und zentriert natürlich sehr in der Mitte, die nicht der Puller oder die Musch ist. Oh Gott. Okay, das Martins war knüppeldickel voll. Und die beiden, die ich da treffe, oder den einen Mann, dachte ich dann, da hat reserviert, hat er auch nicht. Also gehe ins Benno B. Er isst noch irgendwo was und kommt dann nach. Das wird ja fein, dann im Benno B trinke ich ja schon ein paar Biere. Bin dementsprechend feinstens drauf. Ich nehme euch mal mit auf den Weg zum Benno B. Schaut doch mal, wie wunderbar. Sieht man das überhaupt? Schön, oder? Schön. Sieht man, glaube ich, gar nicht. Das ist die Paulskirche. Da war ich mal mit Freunden und wir wollten nur gucken, warum ist die Tür auf. Da war dann so ein kirchlicher Jugendverein und meint dann, wir können gerne mitmachen. Wir haben uns alle vor den Altar auf den Boden gesetzt und meditiert. Damals hatte ich noch nicht wirklich
einen Bezug, fand es alles lächerlich und peinlicherweise wurden wir da rausgeschmissen. Was soll man machen? Oh, jetzt Bier. Schönes Bier. Zack. Benno, guter Mann. Ich kam nach 25 Jahren, oder 20 Jahren hier wieder her. Gehe bei Benno B. an die Bar und der Mann erkennt mich. Aber ich habe ihm, glaube ich, mal irgendwann DVDs von meinen Pornos geschenkt. Obwohl er schwul ist, ich weiß gar nicht. Ich dachte, damals wollte ich mich irgendwie profilieren. Was ja eigentlich Quatsch ist. Eigentlich ist ja genau Minus. Aber nun ja. Ich hoffe, wenigstens da erhalte ich Unterschlupf. Gegessen habe ich heute noch nicht so viel. Kommt aber noch. Oh, mir ist kalt, mir läuft die Nase. Ich habe kein Schnoddertaschentuch. Aber ich denke an euch. Schaut mal, wer ist so hardcore drauf und macht in Folge so viele Videos? Sagt mir nur ein außer Paluten. Ich hoffe, mein Platz ist... Ach, und hier über Benno B. Ich glaube, das zweite Fenster von oben, da war mal eine Frau, die verheiratet war. Vielleicht ist das sogar der Typ, der da steht. Und hatte ja eine Affäre. Eine wunderbare. So, ich nehme euch auch mit rein. Und filme? Nee, ich filme nicht. Okay. Ich dachte mal, ich werde mein Gesicht zeigen, weil es eh dunkel ist. Was für ein Schwachsinn, ne? Also, in den ersten Videos habe ich gesagt, oh Gott, meine Mundpartie und so weiter. Hier ist mir scheißegal. Sieht man ja auch im Podcast. Auf jeden Fall bin ich ja zwei Biere schwerer und bin beschwingt und gehe jetzt, da der Mensch der AfD gesagt hat, er ist ein Italiener, gehe ich dorthin. Ist es nicht weit entfernt? Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Sorry, dass ihr das miterleben müsst. Aber ich zeige euch nur das Leben. Denn wenn man so gekrümmt sitzt, wie ich immer sitze, und sich Biere hineinschüttet, dann gibt es keinen Kanal, der ist nämlich abgeknickt, wo die Kohlensäure nach oben entfleuchen kann. Und somit, wenn man dann steht, kommt alles heraus. Oh Gott, Gott. Ich bin gespannt. Der Mann hat schon ein Bier bestellt. Und ich hoffe, die haben keinen Krombacher, Bitburger oder sonstigen Schwachsinn in Bierform. Ja. Dieser Italiener ist eigentlich verschrien, denn man sagt, er zockt die Leute ab und da stehen keine Preise und auf einmal gibt es Preise, aber die sind überhöht. Da war ich also deswegen noch niemals drin, weil ich mag nicht gerne abgezockt werden. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber ich bin gespannt. Und Paul Timm ist auch dabei. Och, jetzt habe ich den Namen gesagt. Auf jeden Fall, vielleicht sind ja beide noch da. Es ist immer gut, Menschen zu kennen, die irgendwie etwas tun für das Land. Früher war ich ja an der CDU und an der Jungen Union. Dann war ich bei den Linken und ich bin immer noch überall Mitglied. Und in der AfD. Also CDU kann man ja noch sagen, okay, ja, CDU ist ja auch rechts. Aber die Linke, na gut, durch Sarah Wagenknecht sind die jetzt auch links. Nun ja, wenn ich mich wirklich selber beschreiben würde, bin ich, glaube ich, konservativ bin ich auch nicht. Guckt, was ich für einen Schwachsinn mache. Ne? Ich halte mich an keine Regeln. Ich passe nur auf. Nee, ich muss nicht aufpassen. Aber ich denke, ich tue keinem Menschen weh. Ich gebe keinem Menschen ein blödes Gefühl, wenn er bei mir ist. Außer es ist eine Frau, also in der Vergangenheit.
die ich gesnitcht habe und im Endeffekt dann wieder weggeworfen habe, weil eine andere auch snitchig war. Aber ansonsten habe ich nie Menschen wirklich verletzt, glaube ich. Und bin höflich, bin nett und habe auch nichts gegen Ausländer und so weiter. Ich habe nur etwas gegen Menschen an sich, die sich nicht einbringen, ob Deutsche oder Ausländer oder sonst wer, und sich in eine soziale Hängematte legen und einfach dahindarben, wo man weiß, wenn die jetzt nicht da wären, würde es keiner merken. Aber sie verbrauchen Geld des Staates und der Staat hat das Geld von mir. Denn ich muss, auch wenn ich viel verdiene oder weil ich viel verdiene, auch sehr viel Steuern bezahlen. Deswegen, oh Gott, oh Gott. Guter Friseur, war ich auch schon mal. Auf jeden Fall, deswegen, was wollte ich sagen? Achso, nee, weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. Deswegen, Achso, deswegen wollte ich nach Georgien auch ziehen. Aber man weiß ja nicht, wie das jetzt bald ist in Georgien. Denn ich habe das Land für mich entdeckt, habe da auch ein Bankkonto. Man muss sein Geld immer fächern. Ne? Man kann nie einer Bank vertrauen und vor allem auch kein Bargeld oder kein Konto. Man sollte immer Gold auch kaufen und sicher verstauen. Natürlich nicht in der Wohnung. Und man sollte, wenn man kann, auch immer Kunstwerke sich zu eigen machen. Ich habe keine großartigen Kunstwerke, also null, aber schon gute Sachen, die man jederzeit verkaufen könnte. Nach Georgien kann ich erst, wenn mein Sohn 18 ist, jetzt ist er 11 und in 7 Jahren, denke ich mal, gehört Georgien entweder zu Russland oder zur EU. Beides wäre schlecht, glaube ich. Russland würde ich noch befürworten. EU ist für mich vollkommener Schwachsinn. Kennt ihr das, wenn im Oberbauch, also kurz unter dem, nehme ich überhaupt auf oder mache ich ein Foto? Nee, okay. Unter dem, da oben ist doch, also wenn man beide Brüste hat, in der Mitte ist doch so ein Brustbein. Und da unter ist es bei mir immer so, dass es brubbelt und wackelt, wenn ich Bier trinke. Als wenn sich da, als wenn der ganze Ballon gefüllt ist mit Bier und ich habe einfach nur ein Liter Bier getrunken. Und ja, das rumort und ist wie so ein Meer. Ich merke das Meer richtig. Das Wellen schlägt an meinen Körper von innen. Das ist komisch. Wahrscheinlich habe ich meinen Körper entsprechend schon zerstört. War lustig beim Benno B, aber ja, man kommt rein und sofort Musik laut. Gut, dass ich nicht auf die bekloppte Idee kam, da trotzdem zu filmen, weil mir wäre erst im Nachhinein aufgefallen, nachdem ich sehr viel erzählt hätte, dass ja eh nicht verwandt werden darf, kann. Das Boomerang kommt mir immer vor wie so ein übelste Asi-Kneipe. Also, da sind ja mittags schon Leute total am Bier hängend in den Schaufenstern. Ich weiß nicht, ich werde nicht warm damit. War auch noch nie drin. So, wir kommen gleich in die Straße, die dahin führt, wo der Mann ist. Hier ist ein guter Asiate hier an der Ecke, wo diese Lampignons hängen. Der ist ganz nett, ganz in Ordnung. Er macht kein Juhu, aber er ist da. Gute Hüte. Gute Schirmmützenmenschen. So, Schlossstraße. Schlossstraße, weil sie natürlich direkt aufs Schloss führt. Gott, ich muss die ganze Zeit wieder zurück. Ich hoffe, der gute AfD-Mann weiß das zu schätzen. Und ich fühle mich irgendwie nackt, weil ich keinen Rucksack mit habe. Früher hatte ich immer eine Umhängetasche.
Jetzt habe ich einen Rucksack, der mir ständig von den Schultern fällt, weil er irgendwie ergonomisch nicht für meine Schulter gemacht ist. Die sind zu muskulös, würde ich sagen, aber es wäre eine Lüge. Also hinter dem Lokal kommt der Italiener. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Meine Frau wartet zu Hause und würde am liebsten wollen, dass ich schon wieder dort wäre. Aber ich muss mir auch ein bisschen Freiraum erkämpfen. Deswegen gehe ich jetzt zum Italiener. Habt einen schönen mulpigen Tag. Ich denke mal, ich werde vollkommen besoffen. Den Rückweg nachher auch filmen. Nicht vollkommen besoffen, Quatsch. Habt gedickte Freude. Mill, mill, moll, moll. Flicke die Flack. Ja, schönen Abend euch auch.